Hallihallo. Hallihallo. Happy Halloween! Wir haben uns hier einen schönen großen Kürbis besorgt und den werden wir jetzt bearbeiten. Wir haben uns hier Werkzeug besorgt und wir haben natürlich auch ein bisschen dekoriert. Hier haben wir einen schönen, wie heißt das? Was? Der Sitzer? Ach, das ist ein Kantensitzer. Ein Kantensitzer, genau. Ja, das ist ein neuer Trend. Man kann sich hier so hinsetzen. Auch beliebig. Kann auch die Beine anstellen, so ein bisschen breitbeinig. Perfekt für das Armaturenbrett oder genau. Für einen Kürbis. So. Gut, dann werden wir jetzt den Kürbis hier mal bearbeiten, wa? So. Das ist auch wirklich ein Prachtexemplar. Das kann ich gut sein. Bestimmt seine 5 Kilo oder so. Shit. Yeah. Ich würde sagen, wenn die langsam die Schädeldecke öffnen. Wir machen am besten so eine Klappe, die so schräg rein. Am besten hier so rein. Das muss man schon professionell machen. Okay. Skalpell. Ich sehe schon, verletzen uns hier heute noch. Gleich die andere Seite an. Nee, wir machen das gleichmäßig. Deswegen. Das ist ja der wichtigste Punkt bei der OP. Weil er mal kurz unseren Kumpel hier ein bisschen ruhig stellt. Er klappert ein bisschen. Vor allem. Aber da wird er nicht mehr klappern. Er kann ja nur mit den Zähnen klappern. Was ist denn das für ein Kürbis, ey? Wie sollen denn das Kinder schaffen? Mit dem Klappen. So. Der Rohkart sitzt. Kannst du jetzt den Nachschnitt machen? Ja, langsam hast du Löffel besorgt? Löffel habe ich jetzt gerade nicht parat. Dann setz mal den Schnitt an. Ganz herzhaft, genau. Und rein damit! Rein in die Hirnrinde. Sehr gut. Und das jetzt Stück für Stück. Der Kantensitzer klappert ein bisschen hier. Aber so viel Messer haben wir, ey du, da würde ich auch klettern. Und die Hand da wegnehmen. Oh, da läuft schon der Saft raus. Das ist die Hirnflüssigkeit, die das Gehirn davor schützt, in die Hirnrinde zu stoßen. Mann. Sieht aber gut. Sollten uns bei Dr. Frankenstein nehmen. Moin, hier läuft's auch schon. Ausgezeichnet. Ich bin gerade ein bisschen sichtlich. Soll ich machen? Dann übernehmen du mal. Okay, dann übernehme ich mal, weil ich bin ja von der Sicht. Wie der Saft da rausläuft. So. Und jetzt. Doktor, heben Sie die Hirnplatte. Die Schädeldecke, verzeihen. Wir entfernen das gleich, die Schädeldecke. So, und der letzte Cut. Seht euch das an. Das sieht doch lecker aus. Und das ist hier das Gehirn. Warte mal. Oh. Wie das fest? Das fässt sich interessant an. Guck mal hier. Pass mal an. Ich muss mal kurz unseren Freund hier wegstellen. Das fässt sich interessant an. Kann ich mal? Mhm. Ah, das ist ekelhaft. Halt wie so eine Algen oder so. Wie riecht denn der? Kürbisartig. Ja, voll kürbissig. Verrückt, oder? Naja.
Hier übrigens auch könnt ihr schöne Kürbiskerne sammeln. Genau. Könnt ihr trocknen und dann aufbrechen alle. Oder frittieren. Setz dich. Nimm den Keks. Gut. Das sieht auch böse aus. Guck dir das mal an. Durchleuchtet. Guck mal. Alter, guck dir das mal an. Das ist böse, Alter. Boah. Vor allem dieser Chili-Mund hier. Ja, der ist perfekt. Der ist echt perfekt. Chili-Titan Nummer 3. Axel, willkommen in unseren Reihen. Oh. Oh Gott. Hallo. Wer bist du? Ich möchte dir nach deinem Leben trachten. Lass mich in Ruhe. Ich will dich mit Chili ins Ruhe werfen. Also mal, nein. Bleib mir vom Leib, Mann. Bleib mir vom Leib. Happy Halloween. Go. Geh weiter. Und jetzt. Warte. Okay.
Für unsere Halloween-Kürbissuppe haben wir uns jetzt hier folgende Zutaten schon mal vorbereitet. Und zwar haben wir hier ein bisschen Lauch, dann haben wir hier Möhre, Zwiebel. Wir haben hier Schalotten benutzt, aber ihr könnt auch normale Zwiebeln benutzen, je nachdem wie ihr wollt. Hier haben wir die Innereien eines Kürbis und zwei Kartoffeln. Und natürlich das Wichtigste, eine Carolina Reaper! Ja! Yeah. So, das kommt dann hier rein. Den haben wir einfach nur klein geschnitten. Das große Finale. Ja. Alles rein, was reinkommen kann. So, und da schneiden wir die Kartoffeln jetzt noch klein, die beiden. Packen die auch noch mit rein, bisschen Wasser rein. Dann kommt das auf den Herd und dann lassen wir das mal weichen für die. So, wenn ihr es dann gekocht habt. So. Jetzt müssen wir aufpassen mit den Dämpfen, die sind nicht ohne. So. Ist jetzt alles gut verkocht. Und das Ganze werden wir jetzt polieren. Und zum Schluss kommt bloß noch ein bisschen saure Sahne ran. Die man natürlich schön verrührt. Und ein bisschen Konsistenz reinzubringen. Und auch die Farbe wird jetzt nochmal ein bisschen angepasst. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir es probieren. Jetzt probieren wir unsere Chili-Kürbis-Halloween-Suppe. Mal gucken. Guten Appetit. Mhm. Oha! Die brennt sofort. Oh ja. Alter Schwede. Der Geschmack ist gut. Aber können wir auf jeden Fall empfehlen. Mm. Gut. Jetzt wird jeder Halloween-Party zur Chili-Freude.